Ah, das ist schon. Stehen bleiben! Ruhig, ich will dir helfen. Kein Schritt mehr! Hey, beruhig dich! Weg von mir! Ich glaube, ich hätte mal mein Motorrad rufen müssen. Komm, 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 komm. Scheiße. Wo ist der hin? Wo ist er jetzt hingefahren? Der ist hier rechts, glaube ich, hin, ne? Wow. Oh! What the? What the? Hallo? Oh Gott, oh Gott! Bleib stehen! Ich will dir doch nur helfen! Delamain! Wo ist das Delamain-Taxi? Oh Gott, sorry. Stehen. Mach nicht alles kaputt. Na, das lief ja super. Oder? Okay, Delamains Anruf. Hm? Ich danke Ihnen, Wie. Ich konnte die Verbindung mit dem Fahrzeug wiederherstellen. Schocktherapie kann echt Wunder vollbringen. Ich schicke einen Abschleppwagen und einen Teil des Honorars. Aber nur eins davon landet auf Ihrem Konto. Witzig. Wenn wir einmal hier sind. Kleptomanie. Wie sollst du etwas für einen Auftrag überstehlen? Okay. Das ist ja cool. Warum ist so wenig los? Nur so, weil es ein bisschen außerhalb der Stadt ist wahrscheinlich. Auftragsort Kleptomanie. CCTV-Aufnahmen beschaffen. Ort Maelstrom, Lagerhalle. Der Klient ist Aaron McCarlson, Sergeant beim NCPD. Hat mal für mich als Berater für die Show Cops and Chops gearbeitet. Wir liefen 8 Staffeln lang. Jetzt will er einen Gefallen einlösen. Aaron ist schon eine Weile lang hinter Maelstrom her. Er meint, er hat eine Lagerhalle ausfindig gemacht, in der sie hier Leute foltern. Aber du weißt ja, wie das für Bullen ist. Das Gesetz schmeißt ihnen einen Haufen Papierkram entgegen, also müssen sie kreativ werden, wenn sie irgendwas erreichen wollen. Natürlich ist sich Aaron darüber auch im Klaren. Statt auf das Okay von einem Richter zu warten, möchte er die Hilfe eines Dienstleisters in Anspruch nehmen. Der Auftrag ist einfach, geh in die Lagerhalle, Koordinaten anbei, beschaffe die Aufnahmen von den Sicherheitskameras und bring sie zu Aaron. Das sollte reichen, um seinen Fall Gewicht zu verleihen. Und wenn du nebenbei ein paar Maelströmer abknallen musst, sagen wir einfach, niemand wird sie vermissen. Gut, dann tun wir das doch mal. Bam. Uff, getreten den Schieß. Äh.
Chance größte hier. Lass mich nicht sehen. Schaffe zu kämpfen. Das Problem ist, glaube ich, sehr, wenn ich jetzt mit dem Scharfschützengewehr schieße, werden die das hören. Weil ich da kein Schalldämpfer drauf habe, ne? Du könntest jetzt aber trotzdem mal weggucken, du Arsch. Sind auf jeden Fall ein paar Gegner hier. Und ich kann mich da nicht verbinden. Bin so schlecht. Wo geht der jetzt hin? Was hast du denn jetzt gesehen? Du bist hier, ich weiß es. Ist nur eine Frage der Zeit. Da den Typen entdeckt, okay. Nicht von deinem Dach darunter. Okay, hier ist kein Computer mit einer Aufnahme. Ja, halt doch die Klappe. Dann mach das doch. Das ist nur ein Tech-Scharfschützengewehr, Mann. Verdammte Axt im Walde. So, wir haben
BDE91C1C. Also B1C. BDE91. Okay, also 1C. Warum hat denn das jetzt nicht mehr gezählt? Ach, ich. Das ist nicht so hoch. Ach so, weil ich nur 4 Puffer habe und ich 4 Teile brauchte. Okay, ja gut. Das ist logisch. Okay, dann auf zu Aaron, ne? Oder Aaron oder wie auch immer. Guck mal da. Och, jetzt lenk doch mal. Alles gut, mein Freund, alles gut. Was sind das jetzt hier eigentlich für eine Bude? Hallo? Alles okay? Alles okay. Mach mich nicht wütend. Warum tust du das, Schätzchen? Du hast so viel Talent. Beste Supertechnikerin. Ach, Papa. Das hatten wir doch schon 1000 Mal. Und ich werd's noch 1000 Mal sagen. Ich will nicht, dass ein Fremder meinem kleinen Engel wehtut. Dad, wir bei den Mogs passen aufeinander auf. Helfen uns gegenseitig. Ich mach dir einen Termin bei meinem Boss. Du wolltest doch schon immer mit Maschinen arbeiten. Klar, mit den Maschinen, wegen denen Mom Krebs gekriegt hat? Diesen Maschinen? Ich erstick lieber an dem Schwanz von einem Fremden als an diesen Abgasen. Hey! Hey! Was will denn Takemura jetzt schon wieder? Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Vision sind ein Albtraum. Das sollte man immer im Kopf behalten. So, von mir aus. Aaron. Aaron? Wie hier? Ich hab die Aufnahmen. Oh, wie? Dachte, du wärst einer von diesen Irren von Serenity Bible. Komm rein. Nein, ich bin kein Zeuge Jehovas. Gab's irgendwelche Probleme? Nope. War so still und leise wie ein Geist. Du bist sehr diskret, hm? Find dich bewundernswert. Okay, jetzt gib mir schon die Aufnahmen. Na los, keine Müdigkeit vorschützen. Diese Aufnahmen sind für irgendeine Untersuchung, oder? Dreckiges Ding, ich sag's dir. Aber dank deiner Hilfe kann ich das voranbringen. Hier, bitte sehr. Nicht schlecht. Ich werde allen sagen, dass du gute Arbeit leistest. Da es von mir kommt, wird dir das echt was bringen. Wird es bestimmt. Bis dann. Und tschüss. Bist du irre? Ja, tut mir leid. Wo? Oh. Welcome back. Marcel! Ach, du bist ja doch wieder da. Ja, na, ich habe ja vorhin nach dir gerufen. Ich war gerade bei Teamspeak stand noch abwesend da. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Ich will ja nicht, dass du mich ständig lauern hörst. Ja, ist auch in Ordnung. Ich hatte jetzt nur gerade im Stream gesehen, dass der läuft und denk so, hä, Mirko? Hallo? Ja. Na? Aaron ist zufrieden. Ja. Ich hab gerade noch Fußballspiel angeguckt. Bayern hat ja natürlich wieder der 93. Minute 2-1 geschossen, ne? Ja, ist doch schön. Weihnachtsmeister, wie Sky sich ausgedrückt hat. So muss das, Marcel, so muss das. Naja, ist halt so. So muss das, du Dicker. SOS, Marcel, sollte man gesucht. Wir sind die coolsten, wenn wir grusen, wenn die durch die City dusen.
Und das Motorrad hast du. Ja. Habe ich von Jackie. Die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesem Psychos, okay? Ihr Bruder wird dir sehr dankbar. Ach, Mirko? Details einmal. Ja. Ich weiß jetzt, warum mir Skyline die Handlung mit den Gehirnrausrupfen und so dann am Ende so bekannt vorkam. Ja. Ich habe den Nachfolger schon gesehen. Beyond Skyline. Skyline. Hm? Ja. Weil da dachte ich mir, hä, irgendwoher kennst du das, aber irgendwie kennst du die Schauspieler nicht, weißt du? Ja. Denkst du, hä, nee, das war aber eine andere Handlung. Nee, das hast du aber noch nicht gesehen. Und dann, ja doch, das hast du schon gesehen. Und weißt du. Ja, dann habe ich jetzt mal kurz gegoogelt und da gab es einen Nachfolger. Ja, den habe ich gesehen. Hm, okay. Und jetzt ist wohl der dritte Teil, wo auch in den USA schon rausgekommen, jetzt gestern. Okay. Hast du denn beide Teile auch schon gesehen? Nee, ich habe nur den ersten gesehen. Den zweiten jetzt noch nicht, okay. Nee. Dann spoilere ich dich jetzt auch nicht. See you soon. So, Auftragsart. Wer Blut sehen will, blutet am Ende meistens selbst. Bertie ist ein Vollidiot, der blöd genug war, sich Maelstrom anzuschließen. Dann hat er zu spät geschnallt, dass diese Psychos nur drei simple Regeln haben. Bleiben, sterben oder bezahlen. Seine Schwester Lucy hat Option Nummer 3 gewählt, aber statt Kohle hat sie den Maelstrom im Austausch für die Freiheit ihres Bruders ihre Dienste als Robot Dog angeboten. 3 Monate wollte sie diese Irren zusammenfliegen, blöd nur, dass inzwischen 5 Monate vorbei sind und sie immer noch dort festsitzt. Hier kommst du ins Spiel, der Auftrag wird übrigens von Birdie bezahlt. Er hatte wohl noch ein paar Eddies in der Matratze. Gut, dann müssen wir die wohl mal retten, würde ich sagen, ne? Welcome back. Ah, shit. What? Lol. Das Ding ist eingefroren? Okay. Warum hast denn du mich jetzt... Oh, ich krieg's kotzen, ey. Oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Hacken und schneiden, yeah! Komm, tötet mich, ihr Idioten. Ihr sollt mich töten. Wollte ich dich letzte schon mal fragen, gibt's da Heilungsspritzen wieder oder so? Ja. Ja. Schon seit 10 Jahren aus. Ist das euer Ernst, dass ihr mich nicht umgebracht habt, oder was? Der nächste ist jetzt gut drauf an, ne? Ach Gott, schnell. Ich glaube, der schwebt hier in der Luft. Oh, was Lilanes. Hat der schönes Lilanes? Eine Jacke. Toll. Toll, Marcel. Toll. Was denn? Ich dachte, er hat jetzt irgendeine tolle Waffe und dabei hat er Klamotten, die lila sind. Ach so, okay. Das interessiert keinen mehr. Hier ist eh keiner da. Nicht schießen! Ich bin Ärztin. Ich gehöre nicht zur Gang. Hm.
Medizinliste, Patientenaufzeichnung. Lucy, komm mit! Ich weiß, du bist Lucy Thackeray. Die verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße! Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Was ist mit ihm? Es könnten jederzeit mehr von diesen Cyborg-Freaks auftauchen. Er wurde angeschossen. Hatte ihn fast stabilisiert. Dann blutete er wieder. Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Der Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg. Sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zimtblut. Na los, lass da auf dem Tisch. Ganz links. Aber nicht in meine Hand. Oh, doch. Okay, dauert etwas, bis sie sich schließt. Warum tust du das? Ich bin Ärztin. Der hat sicher mehr umgebracht, als du je retten wirst. Das ist eine Operation, keine Gerichtsverhandlung. Okay, das Schlimmste ist überstanden. Sieht zumindest so aus. Jetzt muss er sich nur noch aus. Danke. Jetzt können wir los. Bleib in meiner Nähe, Kopf runter. Der Fahrer wartet, bring Lucy zum Auto. Schon. Los, steig ein. Ach, dahin. Tschüss, Lucy. Kann ich auf den schießen? Das ist ja gemein. Jetzt habe ich einen gerettet und wollte wieder reingehen und den dann umbringen. Das ging nicht. Das ging nicht. Ach ja, Marcel. Was los, Stinke? Nicht weiter. Was ist hier los, Jungs? Jetzt wird's persönlich!
Was ist denn los? Bist du... Ich habe einen Flugsimulator gestartet, habe meinen Joker aber gar nicht aufgebaut. Achso. Ich dachte, du bist schon abgestürzt. Nee. Habe ich das erzählt letztens mit dem Dreamliner? Ja, ne? Ja, hast du. I have a dream, Liner. Willst du den Joke mitbringen, Mirko? Ich wüsste nicht warum, also du willst Flugsimulator spielen. Ansonsten kannst du auch meinen Joystick nehmen. Ach stimmt. Ja. Meine Pedalen sollen jetzt nächste Woche kommen. Ach, wenn du nicht da bist? Nee, darauf die Woche dann. Achso. 41. Ist glaube ich dann Silvesterwoche. Aber das hatten sie schon mal gesagt, also von daher. Ja. Fuck. Jetzt habe ich zu viel Zeug dabei. Ist hier irgendwas zu verkaufen in der Nähe? Ja. Ups. Los, Wagen, komm her. Ich muss verkaufen. Ah, das ist so schwer. Dumm, die dumm, die dumm. So. Du bist dumm. Okay, Scharfschützengewehr. Kauf mal einfach. Rohrschrotflinte. Das ist nichts Besseres. Das. So, wenn ich jetzt mal nur ordentlich große Vita hätte, dann würde ich wieder sehe gerade so nackig. Weil ich noch so eine scheiß Shorts anhab. Das ist auch die beste Panzerung bei mir. Echt? Ja. Das ist halt so bescheuert mit dem Kleidungssystem, ey. Ja. Eine Smart-Pistole, okay. Brauche ich nicht. So, haben wir jetzt wieder was Tolles gefunden? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Oh, eine neue Hose, wenn man vom Teufel spricht. Einigermaßen ordentlich wenigstens. So, jetzt kommen wir zur Lagerhalle.